zahle ich davon keine mehr. Ist die so schlimm? Ich kann auch improvisieren. Nee, warte mal, ich brenne doch eh grad Stein. Ach so. Na dann mach mal. So, wie machen wir die Seiten? Einfach erstmal mit Erde hier zu, würde ich sagen. Und dann könnte man. Oh, das sieht bestimmt naja aus. Wie hat man die denn hergestellt? Ich glaube 4 Cleanstones zusammen. Oh. Wenn die Mini-Toll. Das shift schon wieder, ey. Das ist so nervig geworden, ey. Mit diesem Kackregen. Ja, ihr habt richtig gehört. Kackregen. Ich kann so kürzer sagen. Karregen. Karregen? Falls es euch besser gefällt. Nö. Ne? Nö. Dann halt nie. Trotzdem Karregen. Karregen. So, die Musik ist übrigens zu Ende. Jetzt kannst du. So. Sag mal eine Nummer. 24. So. Du wolltest das haben. Ja, ist richtig. Chakalaka. Und es regnet immer noch. Soll ich den ausmachen? Ich hab ihn jetzt ausgemacht schon. Okay. Hättest du was gesagt? Nee, das wird bei dir immer nicht. Warum? Na, weiß ich doch nie. Frag dich das doch selber mal. Ja, jetzt ist er still. Und heult wieder. Ist kitschig. Scheiß drauf. Nö. Mir doch egal. Mach ich gar nicht. Scheiß drauf. So, und hier lassen wir einen Wasserfall runterlaufen. Da muss ich das bloß noch abbauen hier. Wo? Ach, hier. Ja, warte mal, der kann dann mit dem Boot graben. Nee, das kann hier dann bleiben. Ja, warte mal, ich hab dann übelst die Idee gleich. Ist mir gerade so eingekommen. Oh, eingekommen. Ja. Natürlich die Frage, ist das okay? Ach, wird schon. Chakalaka. Messer Proper. Ist da. Ja, genau. Meister Proper ist da. Der neue Werbeslogan von LNB Tricks. Meister Proper ist da. Meister Proper. Nur hier echt die 5210. Ja, genau. Denke ich auch. Warte mal, jetzt muss ich das so. Nur der echte Meister Proper ist proper. Mhm. Wenn du meinst. So, man könnte natürlich, ich habe da eine voll bessere Idee noch, man könnte auch mal Tag machen. Damit du was siehst? Ja, damit auch die Zuschauer was sehen. Ja. Das ist ja immer so eine O. Eine O. Meine Damen und Herren, es ist manchmal so eine O. Und das ist ganz schön A. Ja, das ist, wenn man nebenbei quatscht, kann man sich nicht... O. Ja, man kann sich dann manchmal nicht auf das Zeug konzentrieren, was man eigentlich gerade macht. Ja, man muss sich nämlich auf das O und A konzentrieren. Genau. Da baue ich das ja auch nochmal um. Ja, heute erkläre ich mal ein bisschen was über eine Wand. Eine Wand ist ganz nützlich. Damit kann man nämlich viele böse Monster abhalten. Genau. Wo baust du eine Wand? Was? Warum baust du gerade eine Wand? Nö. Warum erzählst du was über eine Wand? Weil ich eine Wand erzähle. Ich erzähle eine Wand was von einer Wand. Also, weil du hast gerade gesagt, du erzählst eine Wand. Ich erzähle eine Wand. An den Schrank. Genau. Ja, ich denke, so kann man das auch schon lassen. Sieht gar nicht mal so schlimm aus. Nicht ganz so, ne? Nee, sieht nie so schlimm aus. Weil das Wasser kommt einfach aus dem Berge geschossen. Geschossen? Ja. Also recht wilde. Ja, warte mal. Ich hab den Wassergraben. Können wir ja dann damit verbinden. Von der Burg. Von Crystalburg? Ja, da kommt's wenigstens aus dem Nichts.
Macht's ja auch nie bei der einen Seite. Achso. Guckst du da an. Auf der anderen Seite können wir es so machen, das ist kein Problem. Hier, so, look at this. Gewusst. Ach, die Wand hast du gebaut. Ja, look at this. Stimmt. Hi. Oh, hm. Aha. Verstehe. Ja, das war einfach mal so in der hingesagt. Ja, ich bin gerade so ein bisschen concentrated. Concentrated? Ja. Ich habe heute wieder Wörter, die jeder kennen muss. Konzentrieren. Ja. Aha. So, und wie willst du das jetzt machen? Hm? Ja, warte, ich hole mir. Ich habe mir jetzt erstmal zwei Eimer geholt. Ich habe doch welche. Ja, aber hier muss ich durchkommen. Ah, na, da haben wir es ja schon. Alles klar. Oh. Schön abzimtschen. Aber ich muss erstmal einen Weg bauen. Dafür brauche ich aber wieder RD. Und du hast keine mehr. Nö. Ich hab jetzt alles verballert. Die ganze Erde ist weg. Dann muss ich jetzt ganz viel neue holen. Und ich muss so weit laufen. Die Musik lässt mir meine Stimme total theatralisch wirken. Aber das hat sich schon geklärt. Ich muss jetzt mal überlegen. Naja, das kann ja noch dauern, wa? Ja, ein wenig. So. Dann machen wir das so und auf dem sozusagen, also hier. La, le, lu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn die kleinen Babys schlafen, dann schlaf auch du. Yeah, yeah. Ja. Genau das wollte ich jetzt auch sagen. Hast du ein Problem? Dann behalt es bitte für dich. Denn ich hab keinen Bock auf fremde Probleme, denn ich hab genug ja selbst. Yeah, yeah. Was ist mit dir jetzt los? Warum fragst du mich? Ich kann es dir doch gar nicht sagen. Ich kenne mich selbst ja nicht. Na? Wäre das auch mal geklärt? Ich denke, nachts so ist es kälter als jetzt draußen. Und der Ball ist heller als rund, meine Damen und Herren. Das hat eine neue Studie ergeben. Diese Studie ist mir aber noch nicht unter die Hände gekommen. Unter die Hände? Sondern über die Hände. Auf die Hände. Und das war's dann aber auch. Meine Damen und Herren, ich erzähle hier Stuss. Das wird Ihnen gar nicht so auffallen, denn ich habe eine hochprofessionelle Stimmlage. Die habe ich mir selbst angeeignet. Einfach im Glauben lassen. Dies ist sehr gemein von Ihnen, denn Sie haben ja nichts auf dem Kasten. Wenigstens kann ich meine Motte, die mich hier gerade stört, töten. Und damit ist die Motte auch schon im Eimer. Im Eimer? Apropos Eimer, wie ist denn der aktuelle Wasserstand? Ich schalte rüber zu Kraui. Ja, bei mir ist eigentlich soweit erstmal alles in Butter. Das ist windig bei dir, kann es sein? Ja, ja. Ich stehe gerade mitten auf dem Berg. Und das Problem, kannst du eine U-Bahn nachmachen? Mach mal eine U-Bahn nach. Und der U-Bahn-Verkehr ist hier unglaublich. Ich konnte dich leider nicht verstehen. Kannst du das nochmal wiederholen? Der U-Bahn-Verkehr hier unten. Was? Ja, der U-Bahn-Verkehr. Ja, was ist mit dem? Der ist hier unten unglaublich. Sie bauen hier nämlich gerade eine neue U-Bahn. Aha. Ja. Also ich höre ja nicht viel. Was ist da los? Er hat wohl wahrscheinlich gerade ausgesetzt. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich glaube, die Verbindung ist etwas schlecht. Ich glaube, der U-Bahn-Verkehr hat gerade ein bisschen ausgesetzt. Ah, verstehe. Ja. Ja. Okay. Haben Sie mich jetzt wirklich verstanden? Was?
Hallo? Ja, da haben wir leider die Verbindung verloren. Aber nicht so schlimm, gehen wir weiter zur Christiane Christiansen. Die hat nämlich heute die neuesten Modetipps für uns. Christiansen, Christina, wie auch immer du wirklich heißt. Was ist denn der neueste Schrei? Mülltonnen! Ja. Okay, und wie kam das dazu? Was ist da jetzt plötzlich daran so toll? Die wurden ja früher immer für schlecht empfunden, weil sie stinky-stinky machen. Müll. Christina, wie alt bist du denn eigentlich? Müll. Ah, okay. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das war's dann. Leider, das Wetter ist ausgefallen wegen Wind. Wir können noch mal live zu Kraui schalten. Kraui, kannst du uns hören? Ja, ich... Nee, tut mir leid, dann war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit dem Baum? Wieso, was soll mit dem werden? Muss der weg? Nee, der darf nicht weg. Nö, da kommt der auch nie weg. Nee, dann bauen wir aus. Ich hab grad Nachrichten geguckt. Da kommt ja wieder nur Scheiße, ey. Auf welchen Sender hast du denn geguckt? Auf Telegraf. Aha. Na du da, was erwartest du denn da? Ja, eigentlich eine hochprofessionelle Sendung. Ein Pro-Professional? Eine hochprofessionelle Sendung, ne? Ach so. Nee, auf Telegraf doch nicht. Nee? Nee. Tja. Haben sie das schon lange abgeschafft. Ach so? Ja. Naja gut, dann hätte ich es ja auch nie gucken brauchen jetzt. Aber was soll's. Was hättest du mich mal lieber vorher gefragt? Ja, hätte ich mal. Hätte. Ist jetzt erwischt das Vieh? Ich glaube ja. Ach, hast du es noch nicht bekommen? Ich dachte, ich hab's, aber das nervt mich die ganze Zeit hier. Das schwirrt immer um meine Lampe rum. Naja. Ruhe. Ja, so ist Kraui immer. Halt die Fresse. Immer, jetzt muss ich mich kurz konzenzieren. Weißt du noch so ein Witz? Ja, da haben wir erstmal das fließend Wasser. Finde ich, für einen Burgaufgang sieht das jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ist zwar natürlich ein kleiner Burgaufgang, aber mit dem Wasserfall sieht es wenigstens nicht ganz so mickrig aus. Nicht ganz so schlimm. Nicht mal ganz so schlimm, ne? So, da muss der Zaun dann bloß geändert werden. Das Blöde ist, hier ist, ne? Aha. So ein Geheimgang. Hier ist Schluss, sozusagen. Ja, das müssen wir irgendwie. Ja, das endet halt hier. Dann müssen wir hier ein bisschen Berg nachbilden. Dann sieht das auch nicht so aus. Ja, das ist richtig. Das kriegst du schon hin, ne? Graben halt hier nur klein, das ist ja in Ordnung. Genau. Was soll's, die Krokodile kommen auch dahin. warte mal, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Schon wieder? Hast du das nicht vorhin schon versucht? Ja. Na, wenn du meinst, dass das jetzt was wird, ich bin mir da ja nicht so sicher. So sicher? So sicher kann man nicht sein. Ja, das letzte Mal, die Geschichte ist ja auch ziemlich gut angekommen bei euch. Die Geschichte? Ja, mit dem jungen Mann, der Handschuhe gekauft hat. Ach so. Ja. Ja, stimmt, da war was. Da war ja was. Da hatte ich dir bloß so nebenbei zugehört, aber ich kann mich dran erinnern. Hast du überhaupt nie. Was ist komplett gehört? Wisst du ja gar nicht. Doch, du hast die ganze Zeit an den richtigen Stellen angefangen zu kichern. Wie so ein kleines Mädchen. Also, wie kann man weglassen? Oh, das ergibt ja keinen Sinn. Wieso? Hast angefangen an den richtigen Stellen zu kichern, ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Wie ein kleines Mädchen, ne? Ja, da, wenn du das wie aber weglässt. Nee, das ist richtig. Ja, dann... Oh, jetzt hat Zwema Musik eingesetzt. Einmal bei dir, einmal bei mir. Ich mache jetzt aus. So. Ja, mal gucken, wie lange bei mir jetzt läuft. Ja, dann mach ich's halt wieder dann on. Ja, und dann kommt die Musik. Heule. So, da gucken wir, wo hier alle gleich sind, die Höhe. Das wird echt schwierig ab hier oben.
Aber was soll's. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.